Keiner von uns lebt sich selber. Ganz absichtlich habe ich diese Worte des heiligen Paulus gebracht, weil sie jede und jeden von uns betreffen und ganz besonders die, die von Gott zum priesterlichen Dienst berufen sind. Mit diesen Worten möchte ich mich jetzt persönlich an unseren lieben Norbert wenden. Lieber Norbert, 44 Jahre von deinem priesterlichen Leben hast du als Pfarrer und 39 als Dekan dieser Pfarre und diesem Dekanat gewidmet. Diese Zeit kann man auf verschiedene Weise auslegen und betrachten. Die zahlreichen gespendeten Sakramente, Taufe, Trauung, Erstkommunion, die gelesenen Messen, die gefeierten Begräbnisse, die durchgeführten seelsorglichen Gespräche, die Begegnungen, Krankenbesuche, Sitzungen, Telefonate, Gedanken an die Gemeinschaft und die Gebete für ihre Zukunft. Dazu kommt noch viel, viel mehr, das die einzelnen Gläubigen und Ungläubigen kennen, was allen bekannt ist und was nur du und Gott wissen. Ich habe viele Gläubige mit den Krankensakramenten besucht und dabei oft gehört: Herr Pfarrer Norbert Roth, er war bei mir. Er hat uns geholfen. Er hat uns, mich und meinen Mann begleitet. Er hat unsere Probleme gelöst. So oft ich das gehört habe, bin ich immer stolz gewesen und habe sofort gesagt, ich kenne ihn. Und es wundert mich nicht, dass ich so viel Gutes über ihn höre. Lieber Norbert, für all das, was du ihn und für diese Pfarre, dieses Dekanat, für diesen Bezirk, für die Gemeinschaft und für jeden Menschen gemacht hast, danke ich dir als dein Nachfolger. Danken wir dir als Gemeinschaft, für die du als Pfarrer gelebt hast und für die du weiter als Altpfarrer eure Heiligkeit lebst. Das bleibt schon jetzt. Ich danke dir vom Herzen. Norbert, dir lag der Kindergarten immer sehr am Herzen. Du hast viel Zeit und Kraft investiert, den Gersthofer Familien und ihren Kindern einen liebevollen Platz im Kindergarten zu geben. Durch Umbauten, Ausbauten und Weiterentwicklungen wurden wir Pädagoginnen gefordert und gefördert. Vor 11 Jahren warst du froh, auch diese Verantwortung an die St. Nikolaus Stiftung abzugeben. Wir gehören immer noch zur Pfarre Gersthof und das ist gut so, denn seit 28 Jahren gehöre ich zum Team des Kindergartens, blicke gerne auf die gemeinsame Zeit zurück und bin froh, noch weiter dazu zu gehören. Die Besuche von dir haben vor allem die Kinder, die jetzt zum Teil selbst Eltern sind, sehr gefreut und die Kontakte zu dir, zur Pfarre aufrechterhalten. Dafür sind wir sehr dankbar. Lieber Norbert, wir Minis wollen uns
bei dir für dein Engagement in der Pfarre und mit den Minis bedanken. Du hast uns alle bei den Ministranten aufgenommen und stets begleitet. Viele von uns sind Minis seit der Taufe. Die Ministranten Gersthof werden ohne dich etwas ganz Neues werden. Mit dir ist unsere Minischar gewachsen und zu einer lebendigen Gemeinschaft geworden. Für all das möchten wir Minis, die 10 Minigruppen und die 20 Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen uns bei dir mit diesem Geschenk voller Erinnerungen bedanken. Lieber Pfarrer Norbert, liebe Gerda, liebe Pfarrgemeinde, wir, das sind der Florentin Rainer, die Martina Wettstein, Thomas Schäuber und ich, Oliver Möllner, wir wollen uns im Namen von Währinghilf bedanken. Bei euch, bei der Pfarrgemeinde, bei dir, Pfarrer Norbert. Wir haben in ganz schwierigen Zeiten, das letzte halbe Jahr, eine Nachbarschaftshilfe mit über 90 Freiwilligen hier aus Währing gegründet, die für Leute aus Risikogruppen oder für generell Menschen aus Währing einkaufen gegangen sind. Und wir sind wahnsinnig dankbar, liebe Pfarrgemeinde, lieber Pfarrer Norbert, dass ihr uns da so richtig toll unterstützt habt. Man darf ruhig applaudieren. Danke dir. Wir haben hier in der Pfarre Gersthof wirklich ein Zuhause gefunden mit unserer Aktion hier im Pfarrzentrum, wo wir unsere Lebensmittel gelagert haben oder wo unser Ausgangspunkt war für ganz viele Einkäufe. Danke, danke, danke dafür. Wir haben eine kleine Erinnerung, ein paar Fotos von den Einkäufen. Man erkennt uns nicht immer, weil wir natürlich Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Aber es soll eine kleine Erinnerung an eine schwierige Zeit sein, aber die wahnsinnig schön war, mit euch gemeinsam durchzuerleben. Uns gibt es nach wie vor, wir wollen noch ein wenig heute Werbung machen, gerade in der jetzigen Zeit. Währing hilft, ist noch immer da, wir gehen noch immer einkaufen. Also wenn ihr Leute in eurer Nachbarschaft habt, die Hilfe brauchen, wir gehen wahnsinnig gern einkaufen. Danke dir, lieber Pfarrer Norbert, danke dir, liebe Gerda. Es war heute wunderschön und ich glaube auch ein Zeichen, dass du, dass ihr beide irrsinnig stark in diese Gemeinde, in diesen Bezirk hineingewirkt habt und noch wirken werdet. Vielen, vielen lieben Dank. Lieber Norbert, das Glück, so sagt man bisweilen in Wien, das Glück ist ein Vogel. Und so sind wir dem früheren Erzbischof Kardinal Dr. Franz König sehr dankbar, dass er 1976 dem Vogel den Auftrag gegeben hat, dich nach Gersthof zu geleiten, gleich dem Weihnachtsstern, der einst den Hirten den Weg nach Bethlehem gewiesen hat. Vor 44 Jahren war Gersthof Neuland für dich, so nehme ich an. Kaum jemand war dir bekannt und nur wenige Gersthofer kannten dich. Trotzdem hast du bald die in unserer Gemeinde schlummernden Talente erkannt. Gemeinsam mit deiner einige Jahre später nach Gersthof berufenen Pastoralassistentin Gerda habt ihr nach und nach diese Talente zum Erblühen gebracht. Ganz im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils sind viele Laienpfarrergruppen entstanden, denen ihr mit der Zeit immer mehr Verantwortung übertragen habt. Das Ergebnis eures Tuns haben wir am 3. März 2018 beim sogenannten Vernetzungstreffen bestaunen können. Die Lebendigkeit und Schaffenskraft deiner Gemeinde möchte ich als dein besonderes Lebenswerk bezeichnen, auf das du sehr stolz sein kannst. Die Impulse zur Lebendigkeit hast du ein Pfarrerleben lang immer wieder gesetzt. Aber nicht nur für das gelungene Laienpastoral wollen wir danken, ebenso auch für deine vielen und unvergessenen Feste am Bischof Haberplatz. Ergriffen waren wir stets am Heiligen Abend,
wenn wir die Geburt unseres Erlösers mit der Platzierung des Jesukindleins in der Krippe durch das jüngste Mitglied der Ministranten in der Mette gefeiert haben. Einmalig auch die Gersthofer Osterliturgie, viele Jahre mit Osterfeuer, Nachtwache und der erfüllenden Frühmesse am Ostersonntag. Immer ein ganz besonderes Erlebnis, wenn wir etwas müde hier zu dir zur Messe gekommen sind. Danke auch, besonderen Dank, dass in den Osterfeiern stets die ökumenische Ostervesper ihren fixen Platz hatte. Neben diesen zentralen kirchlichen Festen sind uns aber auch die vielen, ich nenne sie Familienfeste, in bleibender Erinnerung. Taufen, Erstkommunion feiern, Firmungen mit Prälat Maximilian Fürnsinn sind unvergessen. Aber auch traurige Feste wie Begräbnisse wusstest du so zu feiern, dass die Angehörigen sich sehr würdevoll von ihren Verstorbenen verabschieden konnten. Stets war es dir ein Bedürfnis, sehr persönliche und versöhnliche Worte für die Hinterbliebenen zu finden und das Haus Gottes in den Dienst der Menschen zu stellen. Lieber Norbert, du warst nicht nur Seelsorger für alle die Katholiken, die Sonntag für Sonntag die Messe mit dir gefeiert haben. Oft konnten wir erleben, wie du auch fernstehende, andersgläubige und Suchende angehört hast und bemüht warst, ihr Anliegen zu verstehen, ihr seelisches Leid zu lindern. Wir halten die Ideale hoch und reichen den Menschen die Hand. Diesen Leitspruch von dir soll in Gersthof weiterhin gelten. Lieber Norbert, es gäbe noch so viel zu sagen. Ich erinnere mich an Faschingsfeste im Gemeindezentrum, Pfarrausflüge in alle Himmelsrichtungen im Inland und ins benachbarte Ausland. Die Wallfahrten nach Mariazell sind legendär. Sie brachten so manchen der Erschöpfung nahe. Doch wenn das Ziel erreicht war, überwog das Glück. Lieber Norbert, Eure Heiligkeit, wir danken dir und wünschen, dass du noch ganz lange Teil unserer Gemeinschaft bleibst, wir mit dir Messe und Feste feiern können. Man soll nie anfangen aufzuhören und man soll nie aufhören anzufangen. In diesem Sinne freuen wir uns schon jetzt auf viele gelungene Begegnungen und auch Messen mit dir. Alles Gute, alles Liebe, dein stellvertretender Vorsitzender. Jetzt darf ich die Bezirksvorsteherin Silvia Nossek um ihr Grußwort bitten. Dankeschön. Lieber Pater Arkadius, lieber Herr Schleser, liebe Gerda, liebe Mitglieder dieser Pfarre, liebe anwesende Festgäste, ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf und mich im Namen unseres Bezirks an diesem Danke beteiligen darf. Diesem Danke, das dir gilt, lieber Norbert. Wie ich vor etwas mehr als 32 Jahren nach Währing gekommen bin, habe ich bald mitbekommen, dass die Pfarren in Währing wichtige Orte für das gute Zusammenleben und das gute Miteinander im Bezirk sind. Und immer wieder fiel in diesem Zusammenhang dann dein Name, Pfarrer Norbert, der Pfarrer von Gersthof, der Dächern von Währing, gleichsam sowas wie der katholische Bezirksvorsteher. Es war im letzten Wahlkampf, als du mir das Du-Wort angeboten hast, mit den Worten: Ich bin mit den Schwarzen per Du und mit den Roten, dann kann ich mit den Grünen auch per Du sein. So habe ich dich auch kennengelernt, als engagierten Währinger, der sich für seine Pfarre, den Bezirk und die Menschen hier einsetzt
und jedem und jeder offen gegenübertritt, die dieses Engagement teilen. Wir hatten in den letzten Jahren viele Begegnungen und ich konnte auf vielfältige Weise erfahren und erleben, wie du diesen Bezirk geprägt hast. Dass Gersthof so eine lebendige Gemeinde ist, von Allegro Vivace bis zum Norberti Kirtag, von der Pfarrer Caritas bis zur Flüchtlingshilfe, das braucht engagierte Menschen, viele engagierte Menschen, das braucht aber auch Motivation und ein Klima, das das fördert und zulässt. Bei runden Geburtstagen und Geschäftsjubiläen konnte ich erleben, wie sehr du auch am Alltagsleben deiner Pfarrmitglieder teilhast. Und es war spürbar, wie wichtig es ihnen war, dich teilhaben zu lassen. Gemeinsam haben wir die Gedenktafel für den Widerstandskämpfer Franz Josef Messner enthüllt. Und beim neuen Lichtzeichen am Standort der 1938 zerstörten Währinger Synagoge der Opfer des Nazi-Terrorregimes gedacht. Im Geist des Zweiten Vatikanums hast du zugelassen und ermöglicht, hast mit Gewohnheiten gebrochen, wo es dir notwendig und sinnvoll schien, und dazu ermutigt, sich den Herausforderungen der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft zu stellen, und bist darin vermutlich nicht nur mir ein Vorbild. Ja. Lieber Norbert, ich möchte dir ganz persönlich für diese Jahre der Zusammenarbeit und der Freundschaft danken. Und ich darf dir jetzt in zweifacher Weise noch einen symbolischen Dank überbringen oder überreichen. Das eine ist, ich habe mich wirklich sehr gefreut, wie die Pfarre auf mich zugekommen ist und gesagt hat, sie möchten dir gerne etwas Lebendiges, Stabiles und Standhaftes und über die Jahre überdauerndes schenken. Es wird ein Baum gepflanzt werden. Nachher wirst du ein kleines symbolisches Bäumchen bekommen. Der Herr Schleser hat mich gebeten, dir das schon anzukündigen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von Seiten des Bezirks mit tun konnte, den Standort zu finden, den geeigneten. Es wird direkt beim Gemeindezentrum sein. Wir werden im Frühling von Seiten des Bezirks die baulichen Maßnahmen dafür herstellen. Und damit man sich schon ein bisschen etwas vorstellen kann, habe ich Kollegen gebeten, sie sollen sich dann in den Computer setzen. Wenn wir Projekte machen, gibt es ja immer diese schönen Bilder, wo man sich dann schon vorstellen kann, wie es sein wird. Also du wirst dann nachher hier sehen, wie der Baum in, ich würde mal sagen, 25, 30 Jahren zu dieser Jahreszeit vor dem Gemeindezentrum aussehen wird. Außerdem, ja, ich kann das. Also dieser hier wird sein. Außerdem haben wir im Bezirk leider keine Verdienstzeichen zu vergeben, sonst würdet ihr das Goldene gebühren. Aber wir haben Ehrenurkunden zu vergeben. Und ich möchte dir heute eine Ehrenurkunde für besondere Verdienste überreichen. In seiner 44-jährigen Amtszeit als Pfarrer von Gersthof und beinahe ebenso lange als Dächern von Währing hat Dr. Norbert Roth seine ganze Kraft, sein Engagement und seine Liebe in den Dienst nicht nur dieser Pfarre, sondern des gesamten Bezirks gestellt. Die Pfarre Gersthof entwickelte sich mit ihm als Pfarrer zu einem wichtigen Ort des guten Zusammenlebens und des sozialen Engagements. Mit seinen Initiativen für die christliche Ökumene sowie den interreligiösen Dialog trug er auch auf dieser Ebene wesentlich zur Kooperation und Miteinander in Währing bei. Mit seinen Bemühungen um das Gedenken an Kaplan Dr. Heinrich Meyer war er einer der ersten in der Auseinandersetzung unseres Bezirks, auch mit den dunklen Aspekten seiner Geschichte. Sein stetes Interesse und waches Auge für das Wohlergehen aller im Bezirk haben ihn in all den Jahren zu einem wichtigen Partner in der Arbeit für ein solidarisches und lebenswertes Währing gemacht. Der Bezirk Währing spricht daher Monsignore Dr. Norbert Roth großen Dank und Anerkennung, ob seiner Verdienste um die Pfarre Gersthof
um den Bezirk und um das Wohlergehen der Währingerinnen und Währinger aus. Vielen Dank. Lieber Norbert, du warst all diese Jahre nicht nur Seelsorger in dieser Pfarre, du warst Herz und Seele für diese Pfarre. Ich wünsche der Pfarre Gersthof, dass sie den Übergang gut hinbekommt, da bin ich sehr zuversichtlich, und dass du ihr noch lange als Seelsorger erhalten bleibst und im Bezirk, dass du noch lange als engagierter und wacher Bewohner hier wohnen bleibst. Ich wünsche mir noch viele Begegnungen mit dir. Und dir wünsche ich für diesen letzten Lebensabschnitt, für diesen nächsten Lebensabschnitt einfach von ganzem Herzen alles Gute. Lieber Norbert, du hast ganz viele, ganz liebevolle Worte, Danksagungen entgegengenommen. Aber wenn man nach 44 Jahren, nach fast eineinhalb Generationen des Wirkens hier in Gersthof ein Fest feiert, dann soll es auch Geschenke geben. Und deine Gemeinde, Dutzende, aber Dutzende aus deiner Gemeinde, haben in den letzten Wochen sehr ansehnlich gespendet. Damit du so ein bisschen einen Überblick hast, wie viele das waren, habe ich dir hier die Familien, die Frauen und Männer aufnotiert. Die alle haben bis jetzt gespendet. Ich bin überzeugt, es wird in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges eingehen. Ich werde dann nachtragen, diese Liste. Ich darf sie dir jetzt schon einmal übergeben. Wir haben natürlich diese Geldsumme, die sich angesammelt hat, auch einem Zweck gewidmet. Und so möchte ich dir jetzt vier Geschenke übergeben. Wobei, übergeben ist übertrieben. Zwei Geschenke kann ich dir übergeben, ein symbolisches Geschenk, eins kann ich dir heute noch nicht übergeben, aber zumindest ankündigen. Das erste, das ich dir übergeben möchte, ist diese Tafel. Sie sehen nichts, weil ich habe die Inschrift zu mir geblendet, damit ich das vorlesen kann. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Einer deiner Lieblingstexte, wie uns deine Pastoralassistentin Gerda verraten hat, aus dem Römerbrief, Vers 8, 28 und entnommen aus der Lutherbibel 2017. In Dankbarkeit für 44 segensreiche, gelungene Jahre von Monsignore Dr. Norbert Roth als Pfarrer von Gersthof St. Leopold, September 2020. Diese Tafel soll auch beim Eingang zum Gemeindezentrum angebracht werden. Das wird in den nächsten Tagen geschehen und es wird von bleibender Erinnerung sein. Mir ist dazu eine kleine Geschichte eingefallen. Ein kleiner Junge fragt einmal seinen Lehrer, wie lang denn die Ewigkeit dauert. Und da hat der Lehrer gesagt, das ist ganz einfach. Stell dir vor, einen Diamanten, bekanntlich der härteste Stein, 100 Meter lang, 100 Meter hoch, 100 Meter breit. Und alle 100 Jahre kommt ein Vogel, da bin ich wieder bei meiner Ansprache, ein Vogel, und wetzt seinen Schnabel daran. Und wenn dieser ganze Diamant aufgebröselt ist, schaut der Junge, dann ist ein Augenblick der Ewigkeit vergangen. Und so lange möge auch diese Tafel dich erfreuen. Applaus
So, lieber Norbert, Frau Bezirksvorsteherin Nostik hat es schon angekündigt. Ich danke ihr vielmals dafür. Du wirst einen wunderbar schönen Baum bekommen. Auch dort wird sicher eine Tafel angebracht werden. Und damit wir heute nicht ohne was dastehen, haben wir dieses Olivenbäumchen besorgt. Das kann dich auch noch länger in deiner Wohnung in Klosterneuburg oder auch hier in der Bastiengasse erfreuen. Und es soll sozusagen das symbolische Geschenk sein für das Hauptgeschenk, das du dann nächstes Jahr im Frühjahr, wenn die baulichen Maßnahmen eingeleitet worden sind, bekommen wirst. Pfarrer Norbert sagt, so reich beschenkt, aber das war noch lang nicht alles. Norbert, deine Gemeinde war so spendenfreudig. Wir wollten dir einen Urlaub, einen Erholungsurlaub schenken. Aber ich glaube, mittlerweile können wir dir 2, 3, 4 Erholungsurlaube schenken. So viele Spenden sind eingegangen. Es ist ein ganz hoher 4-stelliger, vielleicht schon in den nächsten Tagen 5-stelliger Betrag. Und ich glaube, du wirst dich da wirklich gut erholen können. Bitte applaudieren Sie dem Norbert, damit er sich dafür wirklich. So anstrengend wart ihr gar nicht, dass ich mich so stark erholen muss. Ihr wisst, ich war auch bereit, noch länger zu dienen, aber die Entscheidungen waren anders. Lieber Norbert, dann haben wir noch ein Last-Minute-Geschenk. Was ist denn das? Also gestern um diese Zeit wusste ich noch nichts von diesem Geschenk. Die Schwester meiner Frau Gudrun, du kennst sie ja, hat angerufen und hat gesagt, eine Freundin von ihr, Martina Misenski, ich weiß nicht, dir könnte der Name Misenski was sagen, aber hat sich schon bald verabschiedet, nachdem du nach Gersthof gekommen bist, also wahrscheinlich nicht, war Direktor in der Schopenhauerstraße. Er war für technisches Werken zuständig und er hat hier mit seiner Klasse wohl Wappen gezimmert, oder wie immer man das sagt. Und da ist bei der Freundin von der Gudrun ein Wappen stehen geblieben nach dem Tode des Vaters, das sie dir gerne überreichen möchte. Schaust dir mal an, ob du nicht gleich erkennen wirst, was es ist. Wenn nicht, dann tue ich es natürlich gerne verraten. Auch die Frau Bezirksvorsteherin darf mit überlegen. Es ist der heilige Nepomuk mit dem Palmenbuschel und einem Kreuz, ein Zeichen für Gersthof und auch Teil des Währinger Wappens. Die Freundin von der Gudrun und auch die Gudrun übergeben es dir gerne zu deiner freien Verfügung, wo immer du es dir aufhängen möchtest. Zur Erinnerung. Auch dafür herzlichen Dank. Auch dafür herzlichen Dank. Das ist der Ursprungspatron, weil nämlich unsere Nepomuk-Kapelle am Währinger Bach gestanden hat, einstens. Jetzt ist er unter der Erde und sollte nicht heraufgeholt werden. Und dann, als die Kirche hier erbaut wurde, hat man beschlossen, den heiligen Leopold als Patron zu erwähnen, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. So, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, sind wir mit den offiziellen Feierlichkeiten jetzt am Ende angelangt. Wie schon zuvor gesagt, sind Sie alle sehr herzlich zu einer Agape eingeladen. Halten Sie sich am ganzen Bischof-Haber-Platz auf, halten Sie Abstand voneinander, wenn Sie dann die Maske heruntergeben und ein Brot essen oder einen Wein trinken. Wir wünschen Ihnen noch einen ganz schönen Feiertag. Danke sehr.
Jetzt habe ich das Schlusswort. Bleibt noch hier und lebt bitte hier in Frieden.